Kampf was so aus, ja. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Stickfighter FMA. Heute übernimmt mal das Video mein Bruder. Viel Spaß beim Zusehen und schreibt das bitte in die Kommentare, das wäre schön. Und Daumen hoch bitte, das wäre cool. Ja, liked uns einfach und ich glaube, er macht jetzt mal einen Duo-Kampf. Ja, jetzt mache ich einen Duo-Kampf. Viel Spaß zu euch, schaut Daumen hoch bitte. Abonniert uns einfach und gebt ein auf YouTube Stickfighter CR FMA. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir einen Daumen hoch kriegen. Und abonniert werden natürlich, aber viel Spaß euch beim Zusehen und jetzt spielt ein Arena Neuner. Mist. Jo. Achso, wieder aufgenommen. Ich hab gedacht, jo Leute, unser Push Guardian natürlich richtig geil, schießt ihn euch an. Noch ein Schweinereiter. Schönes Ding. Ja, so. Ach, ich hasse Inferno-Turm. Oh Junge, dein Mitspieler hat mega locker. Arena 7. Ja, das ist natürlich nice, wie wir gerade halt führen. Naja, aber gleich ist euer Tower weg, würde ich. Ja, jetzt Tornado. Wir ziehen mal. Nee, nee, nee. Oh, ein Goblin habt ihr mitgekriegt. Ein Goblin. Ah, die Skelettnami war zu spät. Ah, das war schade. Wir werden noch aufholen. Nein, das ist dumm. Inferno Drache. Uha, das war doch. Prinz, setz Prinz zum Inferno. Ah, jetzt nicht mehr. Das lohnt sich nicht mehr. Ach ja, jetzt. Das war dumm. Das. Ja, Leute. Schau. Das war auch dumm. Könnt ihr sehen jetzt. Ja. Muss man gleich das Deck bearbeiten. Das ist eigentlich defensiv gut, aber die Lakaienhorde finde ich schlecht. Die passt nicht ins. Was machen dafür machen wir Spiegel oder? Nein, gut. Pfeile. Pfeile? Pfeile sind gut. Ja, okay. Die können Kleintruppen richtig Arrow. Schön killen. Ja, Leute, also. Das sieht bitter. Bitter. Er hat den Sturmschaden noch Für wen seid ihr? Schreibt die Kommentare rein und dann. Wie? Wenn das Video gleich fertig ist, gleich werdet ihr sehen, wie hier jemand gewinnt oder verliert. Das war zu weit vorne gesetzt. Oh ja, Hawk Rider. Pass auf, er hat Inferno-Turm. Ja, Leute. Holy. Junge, das gehört euch. Das gehört euch nicht. Das verliert ihr. Macht nichts, wir haben gewonnen. Ihr müsst euch auch auf eure Defense verlassen. Defensiv. Junge. Ja, Mann. Das war ja mal ein schönes Spiel von meinem Bruder, Arena Neuner. Und ich sag euch dann in meinem nächsten Video Bescheid, wie es weitergeht, ob wir da einen Duo-Kampf oder einen normalen Kampf machen. Also das war's auf jeden Fall für heute und bitte abonniert mich und schreibt was in die Kommentare, das wäre echt schön. Tschüss!